Was tust du diesen Leuten an? Die Kreatur staubt unverkennbar spöttisch, während violettes Licht aus ihrem verwesten Nasenlöcher flackert. Dann hebt sie eine der toten Boten zu ihrem Maul. Sie beißt den Arm des Elfen ab. Gruselig. Der Drache verlagert sein Gewicht und zerbeibt Schnee und Eis unter den Klauen seiner Füße, als er sich zu dir umdreht. Okay, der geht vor. Okay, er ist schon mal leicht verletzt. Palegina, mach mal was Verrücktes schon mal. Soti Buff. Der bufft dich auch. Au. Du heil dich. Du beleb Fedria wieder. This thing isn't doing the job. Du heil dich mal selber am besten. Ja gut, du mach was du willst. Magra, Berat. This thing isn't doing the job. I can scarcely believe it. Okay, was können wir noch versuchen? Sieht alles okay aus, oder? Ja, konstante Heilung für Verbündete ist gut. Xoti, was können wir noch machen? Oh, wir haben ihn verletzt. Das ist schon mal gut. Oh, wir haben ihn schwer verletzt. Sehr gut. Er nimmt langsam wirklich gut Schaden. Ja, dann bombardieren wir hier mit. Was können wir machen? Reinigende Flamme, der Priester schleudert Feuer, die Feder. Ja. Du solltest dich mal vielleicht zurückfallen lassen und dich um den Toten da kümmern. So, die heil dich mal. Der, durchdringender Schlag. Du bombardierst sie gleich nochmal ordentlich. Idea, heil dich mal lieber. Xoti, du buffst doch mal irgendwie.
zweimal den Boden, das könnte immer helfen. So, was hätten wir noch? Beschwör noch mal so ein. Der bufft dich noch mal hoch. Ah, nicht Stasishülle. Zeitparasit. Versuche ich mal zu verlangsamen. Au, okay. Need something stronger. Certainly. As you wish. Komm, ein Herzschuss mal. Hey, so are you on? Madiko, I need to try something else. Du hältst dich mal zurück ein bisschen. Du hast nichts mehr. Du hältst mal Idee. Er ist schon dem Tode nah, das ist gut. Okay, der halte ich mal selber. Was hätten wir noch im Angebot so? Isoliert ein einzelnes Ziel, verleiht dem anvisierten Verbündeten Fit. Ikonische Projektion, okay. Oh, wir haben ihn down gekriegt. Sehr schön. Das war ja leicht, ja. What? What is happening? How could this happen? Was ist passiert? Wie konnte das passieren? Where is Vatnir? Someone find Vatnir! Wo ist Vatnir? Jemand findet Vatnir. Was bedeutet das alles? Happy to oblige. So. Dann nehmen wir dem mal alles ab, was wir so finden können. I hear you. Happy to oblige. Ja, war ein guter Sieg. Hätte ich jetzt Alof dabei gehabt statt Itwin. Oh, Itwin hat ein Level Up übrigens. Ah, nö, Mechanik und Metaphysik von mir aus gerade. Welche Fernkampfwaffen hat Itwin eigentlich? Dann sollte ich ihr nämlich Fernkampfwaffen geben mal. Itwin. Durch Zauberstab. Kampfstab. Das ist ein Zauberstab, oder? Stab zweihändig. Nee, Zauberstäbe sind die einhändigen, gell? Das ist ein Zepter. Das hier, oder? Ja.
Ein außergewöhnlicher Zauberstab. Da kriegst du zwei Stück. Wechsel es bitte auf Zauberstäbe. Beim Nachkampf bist du nicht ganz so gut zu gebrauchen. Auch wenn ich dich gut eingedeckt habe. Aha. So, die Hälfte deiner Anhänger wurde gerade ein bisschen getötet. And where has Vatnir run off to? He could not have gone far. Wohin ist Vatnir verschwunden? Er kann nicht weit gekommen sein. Vatnirs Predigt über meine Rolle beim Ende der Welt und den Tod von allen Dingen wurde von einem lauten Tumult draußen unterbrochen. Die Boden wurden durch den Lärm seltsam beschwingt. Ich muss herausfinden, was da los ist. Vatnir hat es nie nach draußen geschafft. Nachdem ich dem Vorboten der Boten einen verfaulten Drachen erschlagen habe, sollte ich den Gottähnlichen finden und ihm fragen, was los ist. Vatnir ist nicht mehr in dem Heiligtum, aber da ich ihn draußen nicht gesehen habe, muss er noch im Rückzug der Boten sein. Hat er sich hinten in seinem Geheimzimmer verkrochen? Ja. Vatnir kaut sich zusammen, die Hände über seinen bandagierten Kopf und die Fingerschützen verschränkt. Er reagiert überhaupt nicht auf deine Anwesenheit. Auf die Füße, Feigling. Es ist okay, Vatnir, es ist vorbei. So habe ich mir das Umarmen der Vergessenheit nicht vorgestellt. Dein Volk stirbt und du versteckst dich hier drin, dich räuspern. If you coddle the child watcher, it will never learn. Wenn du dieses Kind verwöhnst, Wächter, wird es nie lernen. Vatnir zuckt bei dem Geräusch zusammen und dreht dann langsam den Kopf, um an dir hochzusehen. Auch wenn seine Maske unbeweglich und kalt bleibt, verraten seine Zunge, Finger und gekrümmten Schultern tiefe Angst. I'm not hiding, I had a sacrifice. Something that I was saving for the messenger and I couldn't find it, so I was looking for it. Ich verstecke mich nicht. Ich hatte ein Opfer, das ich für den Vorboten aufbewahrt hatte und ich konnte es nicht finden. Also habe ich danach gesucht. Sehr überzeugend, das Gestotter überzeugt wirklich. Welche Art Opfer? Als ich deinen Vorboten getötet habe, hat Rimgarn keinen Mucks gemacht und normalerweise halten sich die Götter bei mir nicht zurück. Der Drache ist tot, du kannst jetzt rauskommen. Nimm mir die Eins. I don't know what to say. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja, als ich deinen Vorboten getötet habe, hat Wimgran keinen Mucks gemacht. You killed it. Du hast ihn getötet? That's good. That it's dead. It's been harrying the watch now, well, for years. But people keep coming and it keeps eating. Das ist gut, dass er tot ist. Er hat die Wacht schon jahrelang geplagt, aber die Leute sind weiterhin gekommen und er hat immer weiter gefressen. Each time it comes, the ice spreads further. I didn't know how to end it, so I wrote to you. Jedes Mal, wenn er erscheint, breitet sich das Eis weiter aus. Ich weiß nicht, wie ich dem ein Ende setzen soll. Also habe ich dir geschrieben. Certainly telling your followers that it was a manifestation of the divine come to usher them unto oblivion didn't confuse matters. Deinen Anhängern zu erzählen, dass es eine Manifestation des Göttlichen war, um sie ins Vergessen zu führen, hat die Angelegenheit sicher nicht durcheinander gebracht. Warum mir schreiben? Wie hat ein Ungläubiger wie du es geschafft, der Anführer dieser Gemeinschaft zu werden? Was kannst du mir über diese Kreatur sagen? Weißt du, warum dieser Expert existiert? Wir sind weit von dem ewigen Eis entfernt. Warum mir schreiben? Because you're the Dusk Speaker. Weil du der Dämmersprecher bist? Er kichert, auch wenn das Geräusch sich in eine Reihe dicker, feuchter klingender Hustenstöße verwandelt. Höflich lachen, das sagst du so. Das sagst du ständig. Die tote Scholle droht also nicht, sich auszubreiten. Beantworte einfach die Frage. Nichts sagen. Nehmen wir mal die drei. Oh no, that's certainly happening. It's simply not my, the focus of my attentions. Oh nein, das passiert auf jeden Fall. Es ist einfach nicht das, auf was ich mich konzentriere. Meine Stiefel werden das, auf was du dich konzentrierst, wenn du nicht anfängst zu reden. Aber genau worauf konzentrierst du dich? The dragon's the more immediate threat. Der Drache stellt die unmittelbarste Bedrohung dar. You have a reputation, don't you? You overcome things. You triumph.
Du hast einen Ruf, oder? Du bezwingst Dinge, du triumphierst. You're coming to the dead fire. It seemed too great an opportunity to ignore. Dein Eintreffen im Todesfeuer schien eine zu gute Gelegenheit zu sein, um sie zu ignorieren. Ja, wie hat es ein Ungläubiger wie du geschafft, der Anführer dieser Gemeinschaft zu werden? Wie bist du hierher auf diesen Eisberg gekommen?